Und weiter geht's. Sollte ja wohl kein Problem sein. Ach nee, da hinten ist mehr hoch. Na. Di-di-di-di-du. So. Bewegen. Hariyama! So ein fettes Pokémon gleich an der Spitze. So, das wird jetzt auch ganz easy sein in nächster Zeit. Sprich, bei der nächsten, so, ich stelle mir dann ein gut abgestimmtes Team zusammen, werde das dann in der Trainingssession neben den Krypto-Erlösungen auch mal trainieren. Und ja, dann haben wir ein schönes Team, dann werden die Krypto-Pokémon halt immer nur noch in den Trainingssessions trainiert. Und dann haben nach Tara und Cyan eigentlich immer nur die ersten, dann spielen die zwar immer noch die erste Geige, aber die anderen, die sind dann halt nicht so unvoreingenommen. Ich meine, das sind dann halt so. Ich spiele ja immer. Ist so zwiegespalten. Ich spiele ja jetzt in dem Let's Play ein bisschen anders, als ich sonst spiele. Sonst würde ich das ganze Game einfach mit Nachtara und Cyan durchsuchten. Oder wäre es Trainingssessions, irgendwelche Erlösungen, dann würde ich die einfach sammeln, fertig. Hier mache ich sie ja mittendrin immer mal erlösen und Trainingssessions und so. Das würde ich ja privat nie tun. Da würde ich das ganze Game mit Nachtara und Cyan einfach durchsuchten. Die wären dann, hätten dann mit der Zeit immer ein höheres Level, viel höheres Level als alle anderen Pokémon. Und so würde das dann funktionieren. Das geht hier ja natürlich nicht. Es geht hier ja nicht. Deshalb fahren wir jetzt mal zum Duellberg. Einer der besten Trainingsmöglichkeiten im Spiel. Das ist schon wieder ein Läufer. Und worauf wollte ich hinaus? Nachtara und Cyan werden immer die erste Geige spielen. Die werden immer da sein. Ich werde mir dann ein weiteres Team zusammenstellen aus Typvorteil, falls mal ein Team da ist, wie das gegen das Nachtara und Cyan nicht ankommen würden. Dann zum Beispiel wird Igelava hier drin sein, das dann nach dem aktuellen Level dann auch schon zu Znipto wird. Und Hariyama wird dabei sein als Kampftyp. Dann Geisttyp würde ich nicht so nehmen, weil das ist ja hier alles schon so reicht eigentlich. Aber ich denke mal, Vati wird noch dabei sein, das dann, ich denke, schon zu Ampharos wird mittlerweile. Wenn es nicht gerade mit einem Donnerstein entwickelt wird. Und vielleicht Wablu. Vielleicht mache ich ersetze ich auch. Ja, nee, Mediti würde ich eher nicht nehmen, weil wir ja schon einen Psychotyp haben. Ja, wird noch kompliziert sein, aber die werde ich dann nicht so machen, dass ich mir den Gegner anschaue und dann gucke, ja, die und die Pokémon sind gut, dann nehmen wir die dann. Nein, wir werden das ganze Spiel über mit Nachtara und Cyan spielen und nur. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man hier rübergehen darf. Und nur dann, wenn man. Ja, worauf wollte ich hinaus? Nur dann, wenn man wirklich andere Pokémon braucht oder Nachtara und Cyan gerade besiegt werden, die dann austausche, aber dann nicht gerade ein Low-Pokémon habt, das dann nur als Belebersklave dient. Das wäre ja auch wie lahm. Wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also vorerst Nachtara und Cyan immer die erste Geige. Und, ja. Eine Katastrophe! Es ist ganz schlimm! Puh, Schnauf! Der Duellberg wird von fragwürdigen Individuen angegriffen. Puh, Schnauf, Keuch! Ist ja gut. Renn doch nicht die ganze Zeit im Kreis deswegen. Naja. Was hast du noch? Ihr wollt auf den Duellberg kämpfen? Vergesst es. Das ist im Moment leider ausgeschlossen. Ein Haufen komischer Typen mit komischen Pokémon hat den Duellberg besetzt. Geil, neue Krypto-Pokémon. Da müssen wir ja mal eben los. Es wäre ja blöd, wenn da neue Krypto-Pokémon da sind und wir sie nicht fangen können. Doch nochmal kurz schnell zur Wüstenbar. Ein kleiner Abstecher.
Ja, Willy, komm, hast du Bock auf einen Kampf noch eben? Die ganze Zeit habe ich gehofft, dass wir wieder eine Gelegenheit für einen Pokémon-Kampf ergibt. Also auf geht's, dieses Mal werde ich nicht verlieren. Das bezweifle ich. Biker Willy hat eine Herausforderung für uns. Zigzags und Gyarados, einen seiner Zigzags hat sich schon entwickelt. Wow. Wir haben das Game schon wieder verpennt, da hätten wir schon viel früher mal hingehen müssen. Da kann ja selbst Psyana mit Sternschau die bei. Das will ich mal probieren. Den ersten mache ich schon mal so und dann haue ich mal einen Sternschau rein, mal gucken, wie viel Damage der macht. Boots! Ah, doch nicht. Egal. Zwei Runden hätten es gereicht, drei, aber egal. Ja. Wumpe! Testen! Muss ja auch sein. So, und ich weiß nicht, ob ich es hingekriegt habe. Beziehungsweise, ob ihr es schon in der letzten Folge gemerkt habt. Aber ich habe ein bisschen mit dem Ton gespielt. Sprich, es sollte in der letzten und in dieser Folge und in der nächsten, oder in den nächsten, weniger rauschen. Ich hoffe, es funktioniert. Aber es sollte. Ne? Also, an der Quali will ich immer noch schrauben. Bildquali wird höchstwahrscheinlich nicht viel besser werden. Ach, scheiße! Mist! Hoffentlich reicht das jetzt. Ja, das reicht. Ja, weil es halt ein altes Spiel ist. Da kann man nicht mehr viel mehr dran schrauben. Ich hab's ja schon in HD gerendert. Für die, die es interessiert. Und er ist trotzdem nicht gerade die beste Quali. Aber muss man sich mit abfinden bei so einem geilen Game. Remakes für die Wii U, die wären ja richtig geil. So ein Spiel Pokémon Kolosseum und dessen Nachfolger in einem. Aber es sollte bald mal echt mal wieder zu den neuen Generationen auch neue Spiele geben. Mal ernsthaft, seit dem Nachfolger gibt es kein Spiel mehr in der Ohre oder irgendwie in dem Prinzip Doppelmatch auf der Konsole. Einzig, was da noch war, war Battle Revolution, aber das war jetzt ja auch nicht storytechnisch ziemlich gut. Aber gut. Ah, aber eins muss ich dir lassen. Du bist wirklich ein starker Trainer. Danke. Mal ein bisschen Damage kassiert. Schade. Egal. Hey Trainer, bevor du weiterreist, solltest du vielleicht deine Vorräte aufstocken. Na, was sagst du? Dafür bin ich doch hier. Wie viel? Zwei haben wir davon, 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 drei haben wir davon. Sechs haben wir davon, einen haben wir davon. Sprich, da haben wir uns nochmal neun von. Putz. Vier. Wobei, nee, das reicht. In Hyperbällen holen wir uns aber noch einen. So, jetzt gibt es da natürlich noch Spezialbälle. Netz ist nicht so gut. Nest. Ball mit höherer Erfolgsquote bei schwachen Pokémon. Ich habe die Level nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das Level für die vierfache Fangfähigkeit ist schon drüber. Und mal ernsthaft. Es stimmt zwar, dass diese Bälle hier meist eine höhere Fangquali haben. Aber wieso ist der Hyperball dann so teuer? Der hat nur eine Quali von 1,5. Pokéball hat eine. Oder von. Ja, nee. Oder von 2. Pokéball hat halt die niedrigste. Ich denke mal, das ist 1. Superball ist dann 1,5. Und Hyperball hat gerade mal 2. Wenn man mal die Spitzensachen wie Nestball, der kriegt bei Wasser-Pokémon schon 4. Ein Timerball kriegt nach, ich glaube, 450 Runden auch eine Fangquali von 4. Und Finsterwelle sind leider nicht, glaube ich, in dem Game dabei. Die gab es erst zur vierten Generation. Aber die haben bei Nacht. Ja, muss ja, weil hier gibt es ja keinen Nachtzyklus. Und in Höhlen auch eine Fangquote von 4. Aber im Vergleich zu den Nestbällen sind wir von der Fangrate 4 schon drüber. Also Netzbälle könnten wir uns noch 5 von fangen, denn es gibt noch Wasser-Pokémon, bei denen das sehr nützlich sein kann. Und Käfer-Pokémon, naja, die werden wir schon fangen. Gut. So. Dit wär dit.
Und wieder zurück zum Duellwerk. Aber er hat schon massig Routen freigespielt. Was haben wir hier unten? Ah, das ist Pyritus, stimmt, Baustelle. Hier ist auch bald fertig. Naja, Duellberg! Yay! Ich wurde schon häufig von Bekannten ermahnt, dass ich nicht mal die Musik mitsummen soll, aber die ist so animierend. So, du bist doch der Attackenverlierer, wenn ich mich nicht versehen habe. Was ist hier eigentlich los? Das hier ist doch ein ordentlicher ordentliches Übungsgebiet für ordentliche Trainer. Und es ist ordentlich cool, wie du ordentlich sprichst, oder etwa nicht? Die Regeln zu ignorieren und einfach hier anzugreifen, das ist ungebührliches Verhalten für Trainer. Das stimmt. Das tut zwar nichts zur Sache, aber es musste mal gesagt werden. Ich bin der Attackenverlierer. Ja, selber schon vergesslich. Du wirst es nicht glauben, aber ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacken verlieren. Was hier total unnütz ist, weil es hier eh keine VMs gibt. Möchtest du, dass ich dir helfe? Welches Pokémon soll eine Attacke vergessen? Tut mir leid, aber dieses Pokémon stärkt meine Kräfte natürlich, war ja klar. Nein, danke. Oder ich weiß gar nicht, kann man... Ne, ATMs kann man vergessen lassen, ist doch klar. Das hier ist der Coupon-Tausch. Aber im Moment ist der Tausch nicht zu... An Tausch nicht zu denken. Schädliche Dinge gehen hier vor sich, ich weiß. Oh Gott, mit den Coupons. Aber wenn das für die späteren Spiele auch noch in den Trainingssessions extra auf Couponjagd gehen werden, um dann richtig geile Attacken zu kriegen, keine Ahnung. Guck mal, der geht falsch. Offensichtlich sind... Wieso sagen alle offensichtlich? Haben sie es auf die... auf den Arealleiter Guardio abgesehen. Aber warum nur? Vielleicht arbeitet Guardio für die? Oder hat irgendwas damit zu tun? Ich würde ihnen ja gerne helfen. Aber im Training komme ich gerade mal bis zum 8. Trainer. Den Gangstern bin ich wirklich nicht gewachsen. Alter, Dude, ein bisschen trainieren. Dann geht das. Und du? Also, da kamen diese Leute und griffen plötzlich alle Trainer an. Und die Pokémon von denen waren auch irgendwie nicht von... Achso, ja, falsch betont. Und die Pokémon von denen waren auch irgendwie nicht normal. So, einmal heilen, bitte. Was auch immer passiert, ich werde meine Pflicht tun. Willkommen in der Pokémon... Ja, in der Pokémon Center. Im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay. Wir benötigen deine Pokémon. Nein, die will ich behalten. Komm jederzeit wieder. Schade. Oh, nicht ausgetrickst. Ich sag denselben Spruch nochmal, anstatt jetzt ihren alten Standardspruch zu sagen. Es muss sich irgendwas tun, damit irgendwas auch passiert. Bim, bidi, bim. Danke. Deine Pokémon sind wieder fit. Topfit. Komm jederzeit wieder. Gut, jetzt müssen wir nur noch mit der Frau hier sprechen und dann kommen wir hier rein. Das geht nicht. Hier wimmelt es von Verbrechern. Es ist viel zu gefährlich. Was? Ich soll Grant fragen? Wer ist denn Grant? Ach, der von Pyritus. Ach so, ihr seid die Leute, die uns retten sollen. Ich habe nämlich die Nachricht von Grant geschickt. Die Nachricht an Grant geschickt? Achso, die kennt Grant. Ich dachte, das... Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Aber passt auf, die Pokémon dieser Typen sind wirklich ungewöhnlich stark. Und wir sind trotzdem stärker. Später geht das offiziell noch ein bisschen turbulenter los. Aber naja. Wer bist du denn? Gehörst du schon dazu oder bist du nur einer der Arealleiter? Naja. Nummer 1. Heda! Das ist doch wohl ein Missverständnis. Training gibt es hier zurzeit nicht. Aber wenn du unbedingt kämpfen willst, nur zu. Kämpf gegen mich. Blum. Babu! Biker Babu will er mit uns kämpfen. Babu! Schick Knackleon und Kamaub.
Knack Leon, Kick Leon, Knack, Krack, Knack. Viele Knack-Pokémon gibt es.